Wieso? Weil wir sie brauchen werden. Tja, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Diagnose Film. Ja, wir besprechen aktuelle Kinofilme, unsere absoluten Lieblingsfilme. Und sowieso dreht sich alles rund um den Film. Viel Spaß. Ja, also ich habe heute mitgebracht einen absoluten Lieblingsfilm von mir, Rescue Dawn, von Werner Herzog. Schon etwas älter, also von 2006. Der Werner Herzog ist doch ein Regisseur, der hatte viel mit Kinski gedreht. Genau, richtig. Kinski absolut damit zu verbinden mit Werner Herzog. Die beiden waren ja absolutes Dreamteam. Auch jetzt der Film, absolut genial. Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davis heißt er. Ja, genau. Lost, viele kennen ihn aus der Serie Lost. Hat auch kleinere Nebenrollen in vielen Hollywood-Filmen auch mitgespielt, ja, so genau. Wie Soldat James Ryan und Million Dollar Hotel. Ja, genau. Also, um was geht's in den Film? Der Dieter Dengler ist bei der United States Army und stürzt ab über Laos. Das ist eine geheime Mission. Wird abgeschossen, überlebt den Absturz und hängt absolut in der Pampa. Also Dschungel, Dschungel, Dschungel. Es gibt echt nichts. Ne? Und kurz nach dem Absturz wird er auch schon gejagt von den Einheimischen und ja, versucht sich erstmal irgendwie zu retten und irgendwie unterzutauchen. Aber das Ganze dauert nicht lange und er wird halt eben dann gekascht und kommt in ein Gefangenenlager. Dort sind auch schon 5 andere Gefangenen, die er da eben dann noch kennenlernt und mit denen er zusammen dann in dieser Hütte eingesperrt wird. Und die sehen schon echt wirklich abgemagert aus. Also da ist Jeremy Davis, der ist also wirklich, hat 15 Kilo oder sowas abgenommen, habe ich mal gelesen. Das ist enorme Belastung. Das sah schon krass aus. Wobei man sagen muss, dass der Christian Bale, der Hauptdarsteller von dem Film, ja, in manchen Filmen auch solche Sachen durchgezogen hat. Der, ja, hat bis zu 20 Kilo abgenommen für The Machinist oder, ja, ja, genau, oder also schon Drogensüchtigen in The Fighter mit Mark Wahlberg gespielt. Also ja, schon abgefahren, was die also da wirklich dann auch dafür machen für die Rolle. Ihre es, Grenzen, ist, ja, es ist authentisch. Ne? Also auf jeden Fall, man merkt schon, fuck, die sind da wirklich lange, schon lange und auswegslos. Und dieser Dieter Dengler möchte halt so schnell wie es geht eben dort ausbrechen. Das sind alles so Bambushütten und naja, es ist ziemlich heftig, wie er da eben dann eben gekascht wird und wie die da eingesperrt werden. Und die Wärter haben selbst kaum was zu futtern. Es besteht halt eben Nahrungsknappheit durch den Krieg, sodass eben die Gefangenen am wenigsten abbekommen von dem, was die überhaupt dort haben. Und ja, letztendlich versucht er eben auszubrechen. Und dann geht es eigentlich erst richtig los, denn das Gefängnis selber, also diese Bambushütten, ja, und diese Gefängniswärter mit ihren Waffen, das ist eigentlich nicht das Gefängnis, sondern es ist der Dschungel. Und das ist einfach, was Werner Herzog super gut rüberbringt, der Kampf zwischen Mensch und Natur. Das ist abgefahren gemacht und ich konnte in diesem Film so eintauchen und war so mitgerissen und habe also wirklich das so mitgefühlt. Das ist selten bei solchen Filmen, dass ich eben dann wirklich so eintauche, dass ich also voll dabei bin. Das schafft nicht jeder Regisseur. Ja, es ist also wirklich erste Sahne. Ich will nicht zu viel verraten, was dann passiert und wie die ganze Geschichte dann eben abläuft, aber kann ich nur empfehlen. Zur Blu-ray.
Es ist nicht unbedingt Referenzmaterial, wobei ich sagen muss, das Bild ist schon gut. Es ist wirklich überragend gut. In vielen Nahaufnahmen fast referenzverdächtig, aber eben nicht ganz. Also es hat ein paar Schwächen, es sind ein paar Sachen, die dann unscharf sind und so. Manchmal sieht man das. Wahrscheinlich aber so in dunklen Szenen, denke ich. Ja, irgendwie nicht. Also manchmal waren es auch nur Aufnahmen, wo irgendwie einer im Feld stand und es war einfach so unscharf, da kam immer näher und blieb unscharf. Okay. Und irgendwie dann dachte man so, was ist, also passt irgendwie nicht. Ja. Aber das wirklich nur ganz kurz und auch wirklich nur nebenbei. Insgesamt gutes Bild. Der Ton, es gibt halt keine Action. Ne? Also in diesem Film, da knallt es nirgendwo oder es wird nicht geschossen großartig. Also schon, es wird geschossen, aber es sind jetzt, also das sind vielleicht 2% von diesem ganzen Film. Deswegen so große Surround-Effekte mit Explosionen und sowas gibt es natürlich nicht. Aber die Atmosphäre kommt über alle Boxen super gut rüber. Der Dschungel, ne? Man hört diesen Dschungel, der hat also wirklich, der ist durchgängig zu hören und das macht eine gute Atmosphäre. Das heißt, man bekommt da auch anstatt irgendwie so einen neumodischen Actionfilm oder Action-Thriller, bekommt man hier so ein Psychokammerspiel auf Dschungelbasis geliefert. Richtig, also das ist dann eben der Kampf zwischen Mensch und Natur. Man sieht auch, wie dann eben die Protagonisten dann wirklich abbauen und auch irgendwie durchklingeln nach einer Zeit, weil sie dann wirklich da in dieser Pampa hängen und das zerrt an allem. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, Ton, Bild, gut, muss ich wirklich sagen. Hat Spaß gemacht, den Film zu gucken. Kann ich auch empfehlen. Würde ich auch immer wieder sehen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Hat er ein paar Extras drauf? Ja, Extras eine ganze Menge. Also man sieht auch nochmal bei den Extras wirklich die Arbeit von Werner Herzog und wie anstrengend das war. Also die waren wirklich mitten in der Pampa, das war nicht irgendwie gestellt und gespielt. Die waren also wirklich da, sind manchmal an die Grenze gegangen und Werner Herzog mitten in der Pampa bis hier zum Wasser irgendwie mit Kamera und sonstigen. Und das war schon also ganz interessant. Sehr interessant, ja. Und also unter anderem ist es gibt einen Kommentar von Werner Herzog auf Werner Herzogs Englisch ist grottig, aber man sollte sich auch mal den Kommentar anhören. Dann gibt es noch Making of, die wahre Geschichte wird dann noch mal ein bisschen beleuchtet. Entfallene Szenen, Hintergrundinfos, pipapo. Eine ganze Menge. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von dem Film vorher noch nichts gehört. Werner Herzog ist mir ein Begriff. Christian Bale, Steve Zahn, die Schauspieler natürlich auch. Ja. Aber jetzt auch so durch den Vortrag von dir hat mich der Film auch irgendwie neugierig gemacht. Das ist aber super. Und ich denke, kann ich dir gerne ausleihen. Ja, ich denke, den werde ich mir mal irgendwann abends auch mal anschauen. Was ich cool finde, ist, der Ton ist Dolby True HD 5.1 und nicht irgend so ein Dolby Digital Scheiß auf Blu-ray. Da finde ich halt auch persönlich, jede deutsche Blu-ray, die irgendwie auf den Markt kommt, sollte mit einem DTS Master HD Sound ausgestattet werden, weil warum HD, wenn es dann kein HD ist? Ja. Blödsinn. Richtig, gehört für mich auch dazu. Zur Wertung. Du kannst natürlich nicht werten, hast den Film nicht gesehen. Hier hast du, kannst du. Ich gucke mal an. Film gebe ich 8 von 10 Punkten. Ich muss ja, das ist die erste Folge, mal gucken, was da noch alles kommt. Ne? Also ich kann jetzt nicht gleich 10 geben. Bild, 8 von 10. Es ist nicht das Nonplusultra, aber es ist schon wirklich gut. Ton zwischen 7 und 8 von 10. Also es gibt einfach Filme, die dann wirklich vom Ton so überzeugend sind. Also 7 Punkte. Und die Extras gebe ich 9 von 10. Ja, Rescue Dawn. Ja, ich werde euch ein bisschen was über das neueste 007-Abenteuer erzählen, Skyfall. Und habe den auf der letzten DVD-Börse, wo wir zwei waren, habe ich den gekauft für 12 Euro oder sowas. Ist ein sehr guter Film, den ich empfehle. Und ja.
Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ich erkläre mal kurz, was so genau den Inhalt betrifft vom Film. James Bond fängt an mit einer wilden Verfolgungsjagd. Das war eigentlich auch schon in den zwei Vorgängern so. Am Anfang erstmal völligst viel Action und sowas. James Bond fällt plötzlich irgendwie von der Brücke runter und man denkt erst angeschossen. Ne? Angeschossen. Eigenen, genau. Und man denkt, James Bond ist tot, wird auch für tot erklärt. Und in dem Moment, wo James Bond im Wasser eintaucht. Habe ich jetzt gespoilert? Ein bisschen. Eigentlich, ein bisschen. Ja, auf jeden Fall in dem Moment, wo James Bond eintaucht im Wasser, fängt dieses schöne Intro an, was man von den James Bond Filmen schon kennt. Grandios. Ja, die gehen teilweise bis zu fünf Minuten und länger und sind super in Szene gesetzt. Genial gemacht, ja. Also ich freue mich immer, wenn ich einen James Bond sehe, dass das Intro ist einfach irgendwie, das gehört zu jedem Bond für mich dazu. Ja. Und auch die Musik, also der Titelsong ist einfach immer wieder gut und auch von Adele einfach genial gemacht. Ja, die hat einen Oscar sogar dafür bekommen. Ah, okay, wusste ich. Also die ist super erfolgreich, die Frau mit diesem Text, mit diesem Lied hatte den großen Durchbruch, denke ich mal, geschafft. Okay, aber wir wollen nicht über Adele sprechen, sondern über Skyfall. Wie geht es denn eigentlich weiter im Film nach dem Ende? Es geht damit weiter. James Bond genießt erstmal irgendwie, dass er tot ist. Er wird für tot erklärt und er macht auf einem anderen Kontinent, zieht er sich so ein bisschen zurück und sieht aber dann durch Zufall im Fernsehen, dass die MI6-Hauptzentrale in London in die Luft gesprengt wurde. Mhm. Und er macht sich sofort auf den Weg zurück nach London und geht zu seiner Chefin M. Die ist erstaunt, dass James Bond doch noch lebt und er stürzt sich in die nächste Mission. Und das ist auch der Grund, warum das MI6-Gebäude zerstört wurde. Es ist ein teuflischer Gegner. Absolut. Da, der wird dargestellt von Javier Bardem. Absolut. Das ist ein spanischer Ausnahmeschauspieler. Der hat mitgespielt bei... No Country for Old Men. Ja, da hat er einen Oscar kassiert, war er ein Killer, hat er da gespielt, einen kaltherzigen, bösartigen Killer. Und nichts anderes bekommen wir hier geliefert, nur ist er in dem Film noch diabolischer und noch intelligenter. Mhm. Und das macht ihn halt fast unnahbar und unangreifbar. So was Krankes und... hochintelligentes irgendwie. Ja, und sowas auch auf den Bildschirm zu bringen. Das ist eine Kunst an sich und der Javier Bardem macht das meiner Meinung nach perfekt. Ja. Also ich will nicht so viel verraten. Es gibt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen 007 und dem diabolischen Gegner. Ja. M spielt eine ganz wichtige Rolle in dem Film. Wir sehen Q, der wurde... ersetzt durch einen Jungschauspieler, Ben Whishaw heißt der. Nicht mehr der Alte, das war John Cleese in den letzten Filmen noch. Und noch ein guter Schauspieler, der dabei ist, ist Ralph Fiennes. Das sind die Fiennes-Brüder, das ist der ältere von beiden. Auch ein super Schauspieler, bekannt durch Filme wie Roter Drache oder Der englische Patient von früher. Also spielt auch eine super Rolle. Aber ich fand irgendwie den Bond, also ich finde, der passt nicht so wirklich zu dem typischen Bond-Image. Also das ist so ein kantiges Gesicht, der hat so ein Drei-Tage-Bart, irgendwie der Kneipenschläger, irgendwie, weiß nicht, sonst waren die Bonds immer einfach so, irgendwie, das war irgendwie charmant, Frauenschwarm und irgendwie, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja, finde ich einfach, passt nicht so ganz, aber ich fand die Rolle trotzdem sehr gut. Wir haben hier keinen Pierce Brosnan, wir haben hier keinen Sean Connery, der ultimative James Bond Darsteller überhaupt war oder der sofort ins Gedächtnis kommt, wenn man an 007 denkt. Ja, Roger Moore ist vielleicht auch noch so einer, der das Charmante an sich gehabt hat. Wir haben hier mal einen ganz anderen Darsteller, einen ganz anderen James Bond. Der spielt den das dritte Mal und ich finde, das ist mal eine andere Richtung. Das ist mal ein neuer Bond, der ist ein bisschen roher, der ist ein bisschen brutaler. Er hat auch nicht so viele so diese Gimmicks, ne? Diese, was weiß ich, aus der Uhr irgendwie oder hier mit dem Kugelschreiber und sonst irgendwas mit dem Auto, was dann. Also das ist ein bisschen minimierter so von den Gimmicks, ne? Minimalistischer, ja. Obwohl, was ich schön fand, war, zum Schluss kam ja nochmal die alte Karre ins Spiel. Das fand ich einfach.
Da gab es. Das genau, war nochmal so ein kleiner Hommage an. Das war nochmal eine Hommage an die alten Filme, ja. Und das Finale ist generell sehr gut in Szene gesetzt. Ja. James Bond muss sich seiner Vergangenheit stellen. Ja. M spielt eine ganz wichtige Rolle damit. Ja. Und also ein super Film, geht über 2 Stunden, wird nie langweilig, ist sehr zu empfehlen. Habe ich im Kino gesehen, die Blu-rays noch nicht. Kannst du vielleicht was sagen zum Bild, zum Ton? Ja, also zum Bild würde ich sagen, es ist keine Referenz, aber bekommt von mir eine 8 von 10 Punkte. Der Ton verhält sich da ähnlich, ist keine Referenz, aber er wummert in den Action-Szenen, knallt, der Subwoofer wird gefordert, in jeder Ecke hörst du es knallen, krachen, gerade in den lauten Szenen, auch eine 8 von 10. Der Film als solcher bekommt auch eine 8 von 10 von mir. Mhm. Da stimmt der Filmplot, da stimmen die Schauspieler, da stimmt die Atmosphäre. Das ist ein richtig typischer, schöner Bond, der viel Action hat, aber auch viel unter die Haut geht und zeigt, wie Bond, was, wo er herkommt, wo seine Wurzeln sind und wie das Verhältnis zu M ist oder wie sich es auch ständig ändert in den Filmen. Ja. Cool. Muss ich mir mal auf Blu-ray anschauen. Definitiv. Ja. Ich leihe dir aus. Hey, cool. Gut, das war James Bond Skyfall. Viel Spaß. So, Skyfall hast du auch von der DVD-Börse in Neu-Isenburg. Ne? Genau, da waren wir ja im April. Und es ist eine schöne Börse und die werden wir jetzt öfter mal, denke ich, besuchen. Auf jeden Fall. Also war schon interessant. Ja. Hier mal ein paar Ausschnitte. So, jetzt sind wir gleich da. Wo fahren wir hin? Wir fahren auf die DVD- und Blu-ray-Börse Neu-Isenburg in der Huren- und Nuttenhalle, AK Hugenottenhalle. Die ist von der Dark Eyes Promotion Firma, keine Ahnung, auf jeden Fall eine riesen Filmbörse, die ist zweimal im Jahr. Da gehen wir heute hin und werden viel Geld los. Auf jeden Fall. Ja. Und der Mann wäre fast ausgerastet, hat er vorgeholt, hat 2 DVDs reingeschweißt, hat er geklaut. Du Arschloch. Also sehr gut. Danke. Wie ist der Dread? Ist doch echt. Das ist ja hier 19. April, wieso? Danke auch. Ist ja krass, dass diese. Für 45 Euro ist ja krass, ne? Aber die all dieselben, die Ilse sind all dieselben Längen, die auch in DVD waren. Sind dieselben wie die da. Hier ist die Frage, Casino in der Steelbook Edition mit Aufkleber, den man abziehen kann für 10 Euro. Das Essen aus dem Mund. Hier, den kannst du mitnehmen, wenn du chasen. So, DVD-Börse ist rum. Und? War ganz gut. War gut, ne? Ausbeute nicht schlecht, viel Geld hier gelassen. Ja. Gucken wir nachher mal rein. Gucken wir nachher mal rein, gucken, zeigen wir mal. Alles klar. War okay. So. $600. Wir kommen jetzt zur Auslese von der Filmbörse Neu-Isenburg und ich stelle gerade mal vor, was ich heute gekauft habe. Da haben wir als erstes Drive, super Film. Für 10 Euro habe ich den da geschnackelt. Optimal. Nummer 2 ist Skyfall, der neue Daniel Craig 007. Leider nicht mit Wendecover, aber der Film ist super und hat sehr viele Extras, auch für 10 Euro.
Der nächste ist The Texas Chainsaw Massacre, und zwar das Remake oder das Reboot von Michael Bay. Habe ich auch gehandelt für 10 Euro. Spitze Bild, soviel ich weiß, werde ich mir die nächsten Tage anschauen. Dann haben wir hier ein Special Edition Schnäppchen gemacht. Den haben wir für 5,50 Euro im Doppelpack gekauft, also zweimal dieses Ding für 11 Euro insgesamt. Sind drei Discs drin. Eine sehr schöne Aufmachung, kann man rausholen. Kannst du wieder reinstecken. Und hat dann hier eine schöne Edition. Spitze Preis, sieht gut aus, wird geguckt. Vervollständigt unsere Sammlung. Und so ist er wieder zu. Dann ganz neu rausgekommen, jetzt im April erst, ein Reboot von Judge Dredd. Ursprünglich mit Stallone besetzt, jetzt mit Carl Urban. Hast du die 3D Blu-ray gekauft oder was? Ein super Film, ist anscheinend auch eine 3D Blu-ray. Scheiße. Wieso? Muss man mal gucken. Die läuft sehr gut. Läuft sehr gut. Wir haben hier jetzt noch mal schnell geguckt. Das ist dann doch nicht nur die 3D. Wir haben hier drin die Bestätigung, dass es auch die 2D-Version ist. Super. Ja, mache ich gleich weiter. Also bei mir auch Panic Room. Brauche ich nichts weiter mehr zu sagen. Dann wollte ich schon immer mal die Lethal Weapon Collection haben auf Blu-ray. Endlich mal gefunden. Ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe. Was habe ich bezahlt? 20 Euro. Ich glaube 20, ja. 20 Euro, ja. Ja, ist ganz gut. Guter Preis. Land of the Dead. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich den Film gesehen habe. Aber ich weiß nicht, für einen Zehner habe ich die, glaube ich, gekauft. War super, der Preis. Der Weiße Hai auch für einen Zehner in der Steelbook. Den hattest du gesucht? Ja, du hattest den ja in der normalen Version, ne? In der Amaray, ja. Und da habe ich gedacht, cool, Steelbook für den Zehner nehme ich mit. Ja, Steelbook auch, Jackie Brown. Ich wollte ja von Quentin Tarantino eigentlich so alle Filme in der Steelbook haben. Und den gab es auch recht günstig, für 12 Euro habe ich den bekommen. Und hier The Dark Knight Rises. Ich wollte ja eigentlich warten, bis die Premium Edition rauskommt, aber irgendwie sieht er richtig gut aus, finde ich. Und habe ich gedacht, dann nehme ich den so mit. Ich glaube, für was habe ich bezahlt? 12? 14? 14 Euro. So ein Copic dabei. War auf jeden Fall günstig. Ja. Für ein Mediabook. Sieht super aus. Auf jeden. Ja, das war's von mir. Ja, nun zu unserer Sonderkategorie Filmfail. Also mein letzter Film, der absolut gar nicht ging, war Cargo. Ich muss sagen, also Daniel Brühl mag ich ganz gerne, und irgendwie war das voll ein Schuss in den Ofen. Ich weiß irgendwie bis heute nicht so richtig, worum es da ging. Also ich habe dann auch irgendwann abgeschaltet. Daniel Brühl auf irgendeinem Tanker in Afrika, wird ihm irgendwie das Geld abgezogen, und er flüchtet dann auf irgendeinem Schiff. Und eben dann auf diesem Schiff gehen merkwürdige Dinge vor sich. Und letztendlich erklärt sich dann alles, und das ist alles also irgendwie jetzt ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, war echt enttäuscht. Ich habe ihn sogar in der Steelbook. Also, das einzig Gute an dem Film ist wirklich die Steelbook, ja. Die gefällt mir sehr gut. Ansonsten, ich dachte wirklich so, wie ich das gesehen habe, ne, so absolut cooler Horrorfilm oder irgendwie was Gruseliges oder so, aber irgendwie das passiert, war ein Griff ins Klo, da passiert überhaupt gar nichts. Ey, geht gar nicht. Leute, lass es. Ja, sowas Ähnliches hatte ich auch. Das ist der Polyp. Den hatte ich mal als Kind gesehen im Fernsehen und fand den als Kind, war ich schon immer sehr Horrorfilmen und sowas angetan oder gerade so Tierhorror. Und ja, der Polyp habe ich mir dann mal irgendwann bestellt, um den Film mal wieder zu sehen. Er lief nie mehr im Fernsehen. Ich wollte ihn unbedingt sehen, weil das sich als Kind so bei mir
im Kopf festgebrannt hatte, diesen Film will ich unbedingt nochmal sehen. Ich habe ihn dann auf DVD günstig irgendwo gekauft, ich glaube bei Amazon. Und, für 2 Euro. Ja, für wenig Geld, also wirklich nicht viel. Und habe ihn nach einer halben Stunde wieder ausgemacht. Das ist eine Trash-Gurke der Sonderklasse. Braucht man nicht sehen, gibt es definitiv besseren Tierhorror à la Piranha von früher, auch das Remake von Piranha, aber diese Filme, das lohnt sich nicht. Vielleicht wäre der Film was mit dem zusammen, so wenn die irgendwie von der Story her, vielleicht wäre dann hier mehr Action gewesen. Ja. Lass die Finger davon. Ja. Okay. Das war unsere erste Ausgabe Diagnosefilm. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall. Ja, und bis bald. Ja, bis bald. Ciao.